Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Batman Arkham Asylum. Und ja, zuletzt hat die gute... Wo war man jetzt hier zuletzt? Was hat man eigentlich zuletzt gemacht? Faden verloren, gleich zu Beginn. Na, das fängt ja schon mal gut an. Nee, die Harley Quinn hat den Sharp da, den Anschaltsleiter, entführt. Zerstöre die Titanproduktionsstätte in den botanischen Gärten. Ja. Wo müssen wir da hin? Finde Anschaltsleiter mit Hilfe. Achso, wir müssten anhand der DNA-Spur hier dem Ganzen folgen. Hier spricht der Anstaltsleiter. Ich bitte das verbliebene Anstaltspersonal von Arkham, sich Joker zu ergeben. Ah, ich sehe schon, wo wir lang müssen. Ja, wo sind denn die? Ach, da hinten. Joker hat mir mal befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar, ich mochte sie noch nie. Du bist kaltblütig, Mann. Komisch, mir hat er das Gleiche befohlen. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar keine Schwester habe, aber er hat es mir immer wieder befohlen. Also wenn ich ins Auto renne, habe die erste Schlampe überfahren, die ich gesehen habe. Joker schien zufrieden zu sein. Krass. Sechs Leute. Wo ich sagen? Ausschalten. Einen Moment ist er total durchgeknallt und den nächsten schmiedet er Pläne. Wer weiß. Am besten ist erst die mit der Waffe ausschalten, ne? Das ist nicht unser Problem. Wenn er Harley wieder runterschickt, dann stecken wir. Den hier, der hat eine Knarre. Alter. Was hat mich getroffen? Das sind doch mehr wie Sechse, oder? Schieße ich jetzt? Nee, es sind immer nur Sechse. Bäm, Alter. Na, das ging aber daneben, ne? Also... Der war eigentlich nicht gut getroffen. Da hinten ist ein Scharfschütze. Hier ist der Anstaltsleiter. Es ist. Ich habe seine Waffen sofort entlehnt. Ah, ich empfehle sie direkt in euren. Den werde ich wahrscheinlich. Direkt in euren Kopf zu entladen. Am besten ist, ich setze erstmal. Das geht hier runter, aber ich muss erstmal den Scharfschützen außer Gefecht setzen. Oh, oh. Boah, da habe ich jetzt aber Schwein gehabt, ey. Dass der nie irgendwie brüllen konnte. Ich könnte wetten, dass ich dann da hoch muss. Aber ich muss erstmal der Spur folgen. Wo geht die lang? Die geht hier lang. Ja, sie geht da hoch. Wenn wir festgeschnallt sind, riskierst du nicht von der Lippe. Willst du meinen Puls messen, Doc? Das wird nicht leicht, wenn ich dich mit Medikamenten zugedröhnt bin. Was immer zugedröhnt. Ja, das bin ich wohl. Jetzt frage ich mich allerdings, warum habe ich. Das macht das Zusammentreten dieser Krankenpfleger noch lustiger. Hörst du das? Mach dich noch weiter fertig! Das ist jetzt weggesprengt. Ich dachte, hier wäre was Schönes drin. Dann ist da nur Müll, beziehungsweise nichts. Gut, da hoch. Wen haben die denn da? Das ist die Fledermaus! Ach, Mist. Was war's mit Schleichen?
Alter. Alles okay, Kumpel? Geht's ihm gut? Ah. Mach doch mal. Zack, ausgetrickst. Boah, Alter, voll auf die Trommel. Mein Mantel hat einen Riss. Seht ihr das? Oder ist das jetzt bloß ein Grafikfehler? Die haben meinen Mantel kaputt gemacht. Dankeschön, Batman. Die Wache hätte nicht mehr viel länger durchgehalten. Geht's ihm gut? Er hat sich am Kopf verletzt, als sie ihn zu Boden geschlagen haben. Führen Sie ihn so schnell wie möglich weg von hier. Bringen Sie ihn in die medizinische Abteilung. Das ist der sicherste Ort auf der Insel. Okay. Sobald er in der Lage ist zu stehen, gehe ich mit ihm dahin. Ja, Mädels, ich habe mich schon mal jetzt hier mit ein paar Leuten auch unterhalten. Und die haben gesagt gehabt, die finden es eigentlich relativ gut, dass wir nicht, wenn so ein Dialogen, mal kurze Anmerkung nebenbei, halt bei solchen Dialogen ich nicht reinrede, beziehungsweise halt, so wie ich es ja auch mache, ne, ich rede ja nicht rein. Und das finden die halt besonders gut, weil sie auch von der Story was mitbekommen wollen. Und da muss ich sagen, ich komme hier nicht rein. Da muss ich sagen, das finde ich selber auch persönlich besser so, weil wenn ich irgendwo anders mal ein Let's Play geschaut habe und dann wurde während den Dialogen reingeredet, das ist, weiß nicht, ich will hören, was die sagen, ne? So geht's mir jetzt selber auch, wenn ich spiele. Ab und zu wird mal reingeredet, so wird es sich nicht vermeiden lassen, aber im Großen und Ganzen möchte ich das doch vermeiden. Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Zest, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche, auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? Jo. Der Victor Zash. Das mit den Strichen, ich hoffe, ich spoilere das jetzt nie, aber ich habe das, wie ich die Geschichte von dem Zash schon mitbekommen habe, macht er sich für jeden getötete Person einen Strich. Und wenn ihr euch diesen Victor Zash mal anschaut, der hat sehr viele Striche. Das ist halt so ein Massenmörder oder so ein Serienmörder. Was? Ach so. Um nochmal kurz auf das zurückzukommen, was ich vorhin sagte hier mit, also dass ich nicht reinspreche während Dialogen. Ich glaube aber viele Let's Player machen das auch, um auf diesen Content-ID-Treffern, die da immer wieder mal seitens YouTube vorgenommen werden, aus dem Wege zu gehen, ne? Das kann durchaus möglich sein. So, hier müsste jetzt, dürfte nichts sein, aber ich guck trotzdem mal. Ach so, komme ich eh rum. Okay. Da lang muss ich. Die Kameras, ja. Nummer uno. Nummer dos. So, sind sie auch so. Kein Bock hier beobachtet werden, zu werden die ganze Zeit. So, hier auf dem Klo ist nichts. Auch nix. Ja, dann würde ich sagen, wo war denn der? Hier. Oh Mann.
Alter, jetzt. Lass mich raten. Was ist denn Henker? Was ist denn das für Zyphus, Alter? Alter, völlig gestörte Menschen. Wo muss ich denn jetzt lang? Das Ding ist außer Gefecht. Also muss ich ja jetzt hier durch, wa? Das Gefühl, die Green Mile. Oh man, wenn das hier mit dem Film ist, das ist der letzte Gang sozusagen. Beim Tod. Oh ja, hier kommt jetzt ein Boss. Oder sowas bestimmt. Ach! Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Bleib, wo du bist. Es fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. Poison Ivy. Ich glaube, das ist doch die, die Botanikerin mit Blumen und sowas. Ja, ja, alles klar. Könnt ihr ja selber lesen jetzt so, ne? Ich blätter hier mal. Nicht weiter durch, so. Hier sind überall, ihr seht schon dahinter so eine Typen. Die werden bestimmt auch gleich alle freigelassen. Nee, doch nicht. Hilfe? Ja, ja, ich gehe mal ganz kurz. Sind wir... Hä? Du musst mich aus der Zelle rausbringen. Ja, würde ich. Ich bin's, Cash. Ich werde da draußen gebraucht. Ich kann dir helfen. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Alter, das ist definitiv eine Falle. Harley! Sie müssen mir helfen. Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Oh-oh. So viel besser. Sie ist ein gutes Kind. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall. Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Ich hab's gewusst. Worauf wartest du? Schneid mich los! Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Benutzt Ultraschallfrequenzen, um Sicherheitssysteme kurz zu schließen. Sicherheitsprotokolle werden mit einem 512-Bit
Dechiffrierungscode geknackt. Das würde bedeuten, wir haben jetzt damit das vierte Gadget. Insofern er es auch mal wegpackt, ja. Immer. Ja. Warte mal, wir haben sogar mehr als vier Gadgets. Sogar fünf. Ach so, es geht noch. Aha, ich dachte immer, es geht nur links, rechts, oben, unten und so, aber. Okay. Benutzen? Ja, was soll ich denn da jetzt? Wartet mal, zerstöre die Tarnproduktionsstätte in den botanischen Gärten. Also ich muss jetzt erstmal wohl wieder raus. Ja. Oh. Ups. Ah, wartet mal. Nee, doch nicht. Hä? Bin ich jetzt zu blöd dafür oder was? Ach. Ah. Frequenz einstellen, was? Ah. Guck an. Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen, oder? Und hier oben ist nichts. Doch, dahinter. Wartet. Guck an, der Riddler-Trophäe. Die nehmen wir natürlich mit, ne? Ist klar. Und die zwei, kriege ich die jetzt hier irgendwie raus? Bring mich hier raus! Du hast den Falschen gerettet. Das ist ein Betrüger. Du weißt, wie viele Freaks hier rumlaufen. Moment mal. Das war gerade noch der andere, ne? Jetzt ist hier zu. Das ist bestimmt irgendeiner, der gefangen ist halt. Logischerweise, sonst würde er nicht hinter der Zelle sitzen. So, wir müssen jetzt hier wieder zurück, den ganzen Weg. Und werden natürlich auf ein paar Hindernisse treffen. Es gab ja hier immer nur einen Weg, jetzt kommen hier bestimmt die nächsten Hindernisse. Überraschung! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Nun, jetzt ist es da. Ich weiß, ich weiß, du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Nimm Harley Quinn fest. Warum holst du dir nicht einfach eine Waffe und erschießt die blöde Fledermaus? Dein Gesicht wird ganz schön bluten. Kleiner Tipp, Jungs. Hütet euch vor den Fäusten. Also die sind jetzt erstmal keine Gegner, aber ich denke mir... Sei sanft zu meinen Jungs! Jetzt kommen die nächsten, das war klar.
du mich holst! Das ist nicht fair, Bat-Hirn! Au! Alles okay? Hä? Hab ich dich. Das ist nicht fair, Bat-Hirn! Ach, da haut sie ab. War es so leicht, wie es aussah? Naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Mua!